Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Was geschah im jüdischen Palästina? Darum geht es heute und ich freue mich ganz besonders dazu, jetzt begrüßen zu dürfen den Historiker Dan Diener. Willkommen, Dan Diener. Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein und insbesondere auf das Gespräch. Wir sind jetzt fast 2 Jahre nach Corona und die Gesellschaft hat sich natürlich mit der Pandemie verändert. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und ich denke, jeder von uns hat da so ein bisschen sein Päckchen zu tragen gehabt bisher. Aber jeder hat natürlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, also gerade auch, denke ich, was das Zwischenmenschliche betrifft. Ich persönlich mache seit Monaten die Erfahrung, dass man Menschen wieder anders sieht, denen man im wirklichen Leben begegnet, dass man einander anschaut, also ich meine wirklich, dass man einander in die Augen schaut, auch wenn man jetzt vielleicht geimpft keine Maske mehr tragen muss. Und ich habe speziell das Gefühl, dass es fast so eine Art Renaissance der Tugend der Freundlichkeit gibt. Und da würde ich sehr gerne von Ihnen wissen, Dan Diener, ob das Ihnen auch so geht in Ihrem Umfeld oder ob Sie es ganz anders erleben. Naja, ich weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann. Das hat natürlich mit dem zu tun, worüber wir auch sprechen werden. Ich habe die Zeit genutzt, muss ich sagen, um das Buch zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob ich ohne Corona dazu in der Lage gewesen wäre, dies in einem derartig kurzen Zeitraum zu verfassen. Das zum einen. Zum anderen, dass ich mir natürlich, und Sie sind ja Philosophin, Gedanken mache, was eigentlich die Bedeutung von Präsenz ist. Und wir sind jetzt auch sozusagen im Zoom. Ich sehe Sie gut. Ja, wir reden unmittelbar mit und zueinander. Aber wir sehen ja eigentlich nur ein sich bewegendes Bild voneinander. Wir sehen uns nicht als Person. Es fehlen wesentliche Anteile der Person, der Persönlichkeit. Ja, all das tritt zurück und darüber macht man sich natürlich Gedanken. Und dann, wenn man Personen sozusagen live dann begegnet oder wie es so schön heißt, in Person, dann ist man natürlich heute viel, ich würde sagen, der Blick ist ein schärferer Blick auf jene Anteile, die, sagen wir, wie averbal sind, ja, die mit Mimik und Gestik und ja, mit den jeweiligen, ich würde fast sagen, mit den alltäglichen, ja, Ausdünstungen etwas zu tun haben. Ja, also jetzt akustische oder andere. Ja, also insofern ist das schon, wie Sie sagten, eine gewaltige Veränderung. Man ist sich über seine Sinne viel bewusster geworden. Ja. Ein anderer Krieg ist das Buch, das Sie in Corona, wie man neudeutsch sagt, geschrieben haben. Ein anderer Krieg. Damit legen Sie eine neue, eine andere Erzählung des Zweiten Weltkriegs vor. Sie dezentrieren sozusagen die Ereignisse und rücken in den Mittelpunkt das jüdische Palästina. Es ist ein Ort, der sich am Schnittpunkt befindet zwischen der europäisch-kontinentalen Wahrnehmung einerseits und der kolonialen Wahrnehmung jenseits von Europa andererseits. Untypisch anders als übliche Geschichtserzählungen vom Zweiten Weltkrieg ist auch, dass Ihre Erzählung 1935 beginnt, Abessinienkrieg, und endet 1942 mit der Schlacht in El Amanein, Nordafrika, und Stalingrad. Es ist ein Buch, also wenn ich auf mein persönliches Lektüre-Erlebnis zu sprechen kommen darf, das sicherlich für eine Nichthistorikerin, für einen Nichthistoriker nicht ganz einfach zu lesen ist, aber man wird ungeheuer belohnt, ja, weil man sofort hineingezogen wird in einen unglaublichen Faktenreichtum. Es ist sehr kenntnisreich natürlich geschildert und der Autor
Dandina beweist nicht nur eine ungeheure, beeindruckende inhaltliche, sondern auch stilistische Beherrschung des Stoffes. Viele ihrer Rezensenten, Dandina, haben natürlich dieses Buch auch hervorgehoben als einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungspolitik, zur Militärgeschichte und natürlich auch zur Geschichtsphilosophie. Also ich denke, was vielleicht auch wichtig wäre, an dieser Stelle vorab noch zu sagen, dass es sicherlich auch ein wichtiges Leseerlebnis ist für alle, die heute mal sich mal wirklich ein vernünftiges Urteil bilden möchten. Wie denn die Themen Israel, Geopolitik und Kolonialismus auch zusammenhängen? Es ist ein komplexes Sujet und das Schöne ist, dass eben, wenn man dabei bleibt, schon wirklich nach wenigen Seiten vor den Augen des Lesers sozusagen ein ganz dynamisches, multilineares Konstrukt entsteht. Ich kann Konstrukt ein Gewebe von ganz verschiedenen Erzählsträngen. Und das macht es eben so spannend, so diesen neuen Blick auf die Geschichte, speziell auf den Zweiten Weltkrieg, von dem wir dachten, wir kennen diese Geschichte doch. Nein, es ist eben nicht so. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ja? Sie betreiben also mit diesem Buch, Dandina, bewusst, ich möchte mal sagen, eine methodische und didaktische Verkomplizierung. Es geht um das jüdische Palästina. Sie schildern zwei Kriege in ihrer gegenläufigen Verschränkung, den Zweiten Weltkrieg und den Krieg in und um Palästina. Und sie dechiffrieren das Ganze des Zweiten Weltkrieges, auch wiederum sehr untypischerweise, von der maritimen Drehscheibe, wie es in ihrem Buch heißt, des Indischen Ozeans aus. Warum tun sie das? Warum haben sie das getan? Naja, also vielleicht beginne ich persönlich. Es ist natürlich eine, ich nenne das eine Globalgeschichte des Zweiten Weltkrieges, was ja paradox klingt, denn wir nennen ja diesen Krieg Weltkrieg und gehen davon aus, dass wir alle verstehen, was wir unter Welt begreifen. Das ist natürlich nicht der Fall. Denn im Prinzip ist es so, dass unser Blick auf den Krieg sehr stark von Europa her bestimmt ist, was auch zutreffend ist, gar keine Frage. Der Krieg ging in seiner Bedeutung und seiner Wucht von Deutschland aus mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939. Und gleichzeitig, vor allem aus Seiten amerikanischen Historiografie oder auch anderer Historiografien, wird der Krieg ja viel stärker als ein Pazifikkrieg, als Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und Japan begriffen. Und beide Kriege laufen wie nebeneinander her. Und manche oder viele oder Historiker versuchen auch Beziehungen herzustellen zwischen diesen beiden Ereignissen, um dann ein Bild des Zweiten Weltkrieges zu schaffen. Mir ging es darum, und Sie haben das Wort Philosophie, glaube ich, Geschichtsphilosophie, Geschichtsphilosophie angesprochen. Es ist in der Tat eher ein philosophisches Buch, das sich der Geschichte bedient, um ein integriertes Bild dessen zu schaffen, was wir als Zweiten Weltkrieg verstehen, und zwar als eine globale, integrierte Auseinandersetzung. Und wenn ich sage philosophisch, dann meine ich, dass alle Bilder, die in diesem Buch sozusagen vorkommen, eigentlich Argumente sind, aber nicht als solche bezeichnet werden, sondern als Erzählung daherkommen. Das macht die Sache einerseits komplex, aber auf der anderen Seite wiederum, wie Sie es sagten, so verständlich im Sinne, man wird hineingezogen. Man wird in eine Erzählung hineingezogen, die eigentlich argumentiert. Und worum es mir in dem Ganzen gegangen ist, ich habe eigentlich das wiederbeleben wollen, was in der Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten vielleicht zurückgetreten ist, nämlich das Moment der Kontingenz oder des Zufalls. Wie kommen eigentlich Dinge zustande? Ist es so eindeutig und so klar, dass sie so haben kommen müssen, wie sie gekommen sind? Und meine Art des Darstellens und des Schreibens ist es ja genau darauf zu verweisen, nein, es hätte auch anders kommen können. Es hing davon und von diesem oder von jenem ab. Und diese und jene liegt wo ganz anders, als dort, wo wir gerade den Blick, worauf wir den Blick gerade geworfen haben. Ja. Das ist das eine. Also ein historisches Werk, das eine,
einen theoretischen Anspruch in sich birgt, aber erzählt. Das andere, ja, und Sie haben es bereits angesprochen, ich blicke von Süd nach Nord und weniger von West nach Ost oder von Ost nach West. Das ist vielleicht doch die große oder die große Neuerung, die mit diesem Buch einhergeht. Und zwar ist es jetzt keine willkürlich gewählte Entscheidung gewesen, sondern hängt mit dem wiederum zusammen, was den Krieg zu einem globalen Krieg macht, nämlich die Logistik. Mhm. Die Logistik, das ist die Beförderung von Truppen, von Material, von Waffen etc. von einem Ort zum anderen, macht diesen Krieg eigentlich in seinem Wesen aus. Und die wesentliche Logistik, die alliierte Logistik, erfolgte über den Indischen Ozean. Denn die meisten Materialien kamen aus den Vereinigten Staaten. Das war sozusagen die Fabrik, wenn man so will, der Alliierten. Und diese Logistik führte über den Atlantik nach Norden. Das ist im Wesentlichen bekannt. Das Nordmeer Richtung Sowjetunion, Murmansk und Archangelsk, die beiden eisfreien Häfen, das ist im Wesentlichen bekannt. Weniger bekannt ist der Blick von der amerikanischen Westküste, ja, San Francisco, Auckland und so weiter, Richtung Vladivostok. Und so beginnt schon die Geschichte. Denn der Beschauer, dem würde es auffallen, komisch, diese amerikanischen Schiffe, die unter sowjetischer Flagge segeln, die, ja, sie fahren an den japanischen Inseln vorbei und die Japaner unternehmen nichts. Und da beginnt schon die Geschichte, ja, weil die Sowjetunion und Japan nicht im Kriege miteinander sich befunden haben, bis zum 8. August 1945, was wir so sich im Bewusstsein haben, denn beide gehörten unterschiedlichen Allianzen an. Aber die dritte Schneise, das ist eigentlich die interessante. Und die führt über den Indischen Ozean. Und die führt einmal Richtung Ägypten, nach El Alamein, jener berühmten Schlacht, die letztendlich für uns wichtig ist, in dem Buch jedenfalls. Dann, was wir kaum wissen, über den Persischen Golf, über Iran, über das Kaspische Meer, zur Wolgamündung. Und dann, wenn wir auf die Karte schauen, begreifen wir endlich nach Stalingrad. Die Schlacht von Stalingrad war eine Schlacht hinsichtlich der Versorgungsroute, der amerikanischen Versorgungsroute für die Rote Armee. Und wenn wir dies begreifen und dann die dritte Versorgungslinie sehen, die auch über den Indischen Ozean verlief, nämlich nach Karachi und nach Bombay, den beiden indischen Hafen an der indischen Westküste, die weitergeführt wurden nach Ostindien und dort dann auf dem Luftweg über den Himalaya zu Chiang Kai-shek, zu den Chinesen, dann begreifen wir, welche Bedeutung auch in der Erklärung des Krieges die Logistik und die Verkehrswege haben. Und insofern ist das sozusagen die Einheit des Krieges, die über die Logistik geschaffen wird. Man könnte jetzt das Wort ableiten. Es ist auch die Logik des Krieges, die sich aus der Logistik ergibt. Das ist das eine. Und wenn Sie mir erlauben, spreche ich weiter. Ja, und um das Element der Kontingenz und des Zufalls zu begreifen, wenn wir weiter von Süden durch den Indischen Ozean nach Norden blicken, dann stellen wir fest, dass Palästina, das ein britisches Mandat war, im nordwestlichsten Zipfel des britischen Herrschaftsbereiches in Asien gelegen ist. Das heißt, wenn wir begreifen wollen, was in Palästina passiert, können wir nicht von Norden oder von Nordwesten, von Europa und vom Mittelmeer da hineinschauen. Das Mittelmeer, was die meisten gar nicht wissen, war gesperrt während des Krieges. Da konnte keine Schifffahrt erfolgen, das war Kriegsgebiet. Ja, das heißt, wir müssen von Süden nach Nord schauen und dann begreifen wir, dass eigentlich Palästina in der Nähe, in Anführungsstrichen natürlich, nicht räumliche, aber politische Nähe zu Indien liegt, zu Britisch-Indien. Ja. Und damit wird dem interessierten Leser, der interessierten Leserin schon deutlich, worauf ich hinaus will. Dass nämlich das Überleben der Juden Palästinas dadurch gewährleistet wurde, dass sie in einem Teil des britischen Herrschaftsgebietes in Asien lagen,
das die Briten verteidigten, um Indien auch zu schützen und die Ölversorgung zu garantieren, während auf der anderen Seite westlich oder nordwestlich davon das Schicksal der europäischen Juden eben durch den nazideutschen Zugriff in Mittel- und Ostmitteleuropa, ja, dass das in dem Sinne beschlossen war, im negativen Sinne. Das ist eigentlich das Element, um dann herauszuarbeiten, ja, wieso überleben die einen und warum sind die anderen dem Untergang verurteilt? Das sind die großen Schnitte in diesem Buch, um zu erklären, warum ist es so angelegt? Warum ist der Blick so gehalten? Aber wie Sie bereits sagten, es ist natürlich viel komplexer, denn es wird alles miteinander verbunden. Das ist ein feines Gewebe, zum Teil manchmal ein grobes Gewebe. Das heißt, wenn es um die Geopolitik geht, kurz, um es mal auf den Punkt zu bringen, es ist eine Raumgeschichte des Krieges. Der Raum lebt, der Raum atmet, der Raum zieht sich zusammen, der Raum dehnt sich aus. Ja, und das ist sozusagen der Blick beziehungsweise der Zugriff, den ich auf den Zweiten Weltkrieg gewählt habe. Das ist genau das, was Sie sagen, Dan Diener, das mich natürlich auch so fasziniert hat, ja, diese philosophischen Anschauungsformen, Raum und Zeit, ja, die Grundlage, ja, jeglicher Wahrnehmung dieses menschlichen Wesens betreffen, ja, dass Sie da in Ihrem Narrativ, wenn ich das sagen darf, über den Zweiten Weltkrieg in dieser Geschichte eines anderen Krieges, des anderen Krieges, dass Sie eben da so sehr dem Raum den Vorrang geben vor der Zeit und sozusagen den Raum die Zeit erklären lassen. Kann man das so sagen? Das kann man unbedingt so sagen. Es ist der Raum, der die Zeit erklärt. Und Sie hatten ja gleich in Ihrer Anfangsfrage darauf hingewiesen, dass ich eine ganz andere Periodisierung anlege. Bei mir beginnt die Geschichte 1935. Da wird man in Europa sagen, nanu, was ist denn hier los? Ja, wir wissen doch, der Krieg beginnt am 1. September 1939. Ja, das ist schon richtig, was Nazi-Deutschland angeht. Aber wenn man vom britischen Empire ausgeht, um den Raum zu verstehen, um den es geht, mit dem Indischen Ozean im Zentrum, die Briten nannten es sozusagen The Indian Ocean is a British Lake, ja, das ist ein britisches Binnenmeer, ein Binnensee, ja. Das ist also ein Teil des britischen Empire durch und durch. Es beginnt ja mit dem Jahr 1935 mit dem italienischen Zugriff auf Äthiopien, der Abessinienkrieg. Und das erschüttert diesen Raum, weil die Italiener mittels dieses Krieges, die ohnehin in Ostafrika präsent sind, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, ja, bedrohen sie sozusagen die britischen Verkehrswege durch das Mittelmeer, durch den Suezkanal, durch das Rote Meer, Indische Ozean. Und es erschüttert sozusagen die britische Präsenz im ganzen Raum und damit auch, was Palästina angeht, das ja ein Teil des britischen Herrschaftsbereiches ist. Und es endet, wir sprachen ja über Zeit, in diesem Raum, in diesem lebendigen Raum, so wollen wir das nennen, in diesem atmenden Raum, in diesem Raum, der sich zusammenzieht und ausdehnt, ja, das natürlich nur ein Bild ist für die militärische Bewegung im Raum, dass er für diesen Raum mit der Schlacht von El Alamein 1942 im November 1942 endet. Und damit auch für die Menschen in Palästina. Ja. Und ein anderer Krieg bedeutet in diesem Zusammenhang, dass für die Menschen dort, die einen Krieg um Palästina geführt haben, der Zweite Weltkrieg ein anderer Krieg war, ja, wie der Krieg dort für den Zweiten Weltkrieg ein anderer Krieg gewesen ist. Das heißt, sich ineinander verschränkende, verzahnende Kriege und über diese Spannung und Verzahnung und über diese Widersprüche und Spannungen berichtet das Buch sozusagen als zentraler Strang wiederum des Narrativs. Also insofern ist das, man würde fast sagen, wenn das ein Nähkurs wäre, ja, dann würde man lernen, wie man sozusagen ein Gewebe spinnt, jetzt im doppelten Sinne des Wortes, also eine Geschichte erzählt, die, wie ich meine, der Realität, der gewesenen Realität näher steht als sehr, sehr viele historische Darstellungen.
Ja, weil es sich eben um ein lebendes, buchstäblich lebendes Gewebe handelt, hat man eben so das Gefühl, ja, weil sie eben sozusagen die Geschichte atmen lassen und nicht ja, in eine Erstarrung treiben, ja, durch ein Narrativ, das ja, unflexibel bleiben muss, weil der Autor, die Autorin ja eine bestimmte, zum Beispiel dogmatische Sicht auf die Dinge hatte, ja, wie auch immer. Also Raum, Zeit. Und der dritte wichtige philosophische Begriff ist Kontingenz, Schrägstrich Zufall in ihrem Werk. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz etwas konkreter auf diesen Zufall zu sprechen kommen. Also das Überleben der Juden in Palästina war einem Zufall geschuldet, schreiben Sie. Können Sie da noch mal ein bisschen genauer auf die Umstände und die Bedeutung dieses Ja, Zufalls? also Zufall in dem Sinne ist jetzt kein polemischer Begriff, Nee. sondern ist ein Alltagsbegriff, der sich stärker natürlich an das, was wir im philosophisch-theoretischen Sinn als Kontingenz verstehen. Also Kontingenz, also etwas, was in dem Sinne eine außerordentliche Veränderung anzeigt, im Unterschied zu dem angenommenen, hier in diesem Fall historischen. Ja, das historische Bild zeigt uns, dass die nazideutsche Politik die Vernichtung der Juden, und zwar aller Juden, anstrebt. Also überall dort, wohin die Wehrmacht gelangte. Und mit dieser Erzählung zeige ich, wie die Wehrmacht, wenn man so will, vor den Toren Ägyptens, also hier in diesem Falle Rommels Panzerarmee, zum Erliegen kommt. Also nicht mehr in der Lage ist, was ihr Vorhaben ist, nach Ägypten und durch Ägypten vorzustoßen, Richtung Norden, und dort wiederum umgekehrt die Heeresgruppe Süd in Russland über den Kaukasus dann Richtung Iran und Irak in den Mittleren Osten vorzudringen sucht. Das geschieht nicht. Und die Frage ist, warum geschieht das nicht? Ja, was sind eigentlich die militärischen, die strategischen, die logistischen Umstände, ja, die dies vermeiden, aber nicht um die Juden Palästinas zu schützen, sondern das britische Empire zu bewahren, wenn dem wiederum die Juden Palästinas ein Teil sind. Warum nenne ich das Kontingenz? Ja, alle anderen Ereignisse könnte man auch als Kontingent bezeichnen. Ja, im Prinzip besteht ja alles, die Linie, die wir der Geschichte ziehen, ja, besteht ja in Wirklichkeit aus vielen kleinen Punkten, ja, die wir aber nicht sehen. Ja, wir aus einer bestimmten Perspektive drauf schauen, da sehen wir eine Linie und gehen davon aus, das ist ja in dem Sinne, jetzt kommt das Wort, das Gegenwort, teleologisch. Ja, dass es in dem Sinne irgendwie ein Ziel gibt, also eine Richtung gibt, in dem sich die Geschichte sozusagen, die Geschichte bewegt. Die Kontingenz erkennt man nur dann, oder eine Kontingenz liegt nur dann vor, wenn wir eine Teleologie voraussetzen. Ja. Und die Voraussetzung hat sehr stark mit dem jüdischen, zionistischen, nationalen Selbstverständnis der Juden in Palästina zu tun, aber vielleicht auch anderer, dass das Land sie gerettet hat. Dass dadurch, dass es ihnen gelungen ist, nach Palästina zu gelangen, ja, sie sozusagen sich das Land als lebensrettend erwiesen hat. Ja. Und dadurch wird sozusagen das kontingente Moment oder gemessen an diesem Telos die Zufälligkeit der Ereignisse, und jetzt kommt das wichtige Wort, übersehen. Und mir kam es darauf an, dieses, ja, ich würde sagen, dieses Vergessen, ja, oder diese Amnesie der Umstände, die zur Bewahrung des Lebens der Juden in Palästina geführt hat, diese offenzulegen. Und insofern grabe ich sozusagen von Schicht zu Schicht immer tiefer in das Bewusstsein, ja, um dann deutlich zu machen, wer hat was gesehen oder warum wurde etwas nicht gesehen oder warum wurde etwas vergessen nach November 1942. Denn ich zeige, dass zwischen Mai 42 und November 42, als sich die Panzerarmee Rommels Richtung Ägypten bewegt hat und man davon ausgegangen ist,
dass ein Durchbruch erfolgen wird. Die Briten begannen, ihre Dokumente zu verbrennen. Es gibt ein bestimmtes Wort, Ash Wednesday. Ja, ganz Kairo war erfüllt von Papierschnitzeln, die sozusagen angebrannt waren. Es wurde begonnen, den Nil zu fluten. Die Briten bereiteten sich auf den Rückzug vor. Bestimmte Einheiten waren schon im Rückzug begriffen. Und das galt im Übrigen auch für Palästina. Das kam aber nicht dazu. Ja, weil Rommel, um das jetzt so etwas alltäglich auszudrücken, der Sprit ausgegangen ist. Die Panzer kamen nicht voran. Und dann musste man sich fragen, wieso kommt das denn? Dann blickt man ins Mittelmeer, auf die Insel Malta. Ja, und das britische Vermögen, die deutsche und italienische Versorgung ihrer Armeen in Afrika zu beeinträchtigen, bis zu verhindern. Und dann fragt man weiter, wo kam das Öl her? Und dann ist man in Rumänien, dann ist man am Schwarzen Meer, dann ist man am Bosporus und so weiter. Und das Bild wird immer komplexer, aber auch klarer für den Beschauer. Warum kommt es hier sozusagen in Anführungsstriche zu einem Zufall? Warum ist das Kontingent und vor welchem Hintergrund ist das Kontingent? Ja, auf welcher Leinwand, wenn es projiziert wird, erscheint es als Kontingent, nämlich das im Bewusstsein. Und das ist eigentlich, wenn man so will, das Handwerkliche an dem Buch, sozusagen alle Elemente so zusammenzufügen, dass sie eine Antwort auf diese Frage geben. Auch wenn ich ganz weit in die Mongolei muss, ja, oder ins Nordmeer, oder nach Westafrika, oder nach Australien und wo auch immer. Alles, was beschrieben wird, ist natürlich eine Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Aber alles hat eine Bedeutung, ja, um dieses Bild zu zeichnen. Ja, also das ist eben etwas, das ich so faszinierend fand bei der Lektüre Ihres Buches »Ein anderer Krieg«. Wirklich, dass man lernt, ja, also was Geschichte ist, was sie sein kann, dieser ganz neue Zugang, für mich neue Zugang zur Geschichtswissenschaft. Sie haben sich nun Jahrzehnte sehr, sehr lange mit dem Thema befasst. Sie sind seit Jahrzehnten ein hoch angesehener Historiker. Auch ich habe schon ein paar Jahre hinter mir, bin schon etwas auf dem Planeten, habe schon etwas kennengelernt und hoffe auch, dass ich begonnen habe, einige Dinge zu verstehen. Aber was möchten Sie vielleicht jetzt fast schon zum Schluss unseres Gespräches gerne jungen Leuten heute mitgeben? Was möchten Sie ihnen empfehlen? Welchen Blick auf Geschichte, auf Geschichtswissenschaft vielleicht sollten junge Leute entwickeln? Ja, ich würde gerne dann mit zwei Begriffen, mit zwei Worten operieren. Das eine Wort heißt, ja, ist existenziell und das andere heißt Urteilskraft. Das heißt, einen Blick für existenzielle Lagen zu entwickeln, dass eben alles nicht gleich ist, dass es eine Hierarchie gibt der Umstände und damit auch der Konflikte und damit auch der Tragik. Die sind unterschiedlich gelagert. Also ein Blick für das Existenzielle, wo es um das Letzte geht, um das sich Existenz rankt, dafür einen Blick zu bekommen. Ich nenne das in meinen anderen, in diesem Buch eben nicht so stark, obwohl es im Übrigen, wenn ich das nachtragen darf, auch eine Gewaltgeschichte ist. Es werden unterschiedliche Formen von Gewalt erzählt, ohne sie soziologisch oder anthropologisch zu unterscheiden, sondern durch die bloße Erzählung, ja, die Deportation der Juden aus Rhodos, ja, über Griechenland und Balkan nach Auschwitz, die bengalische Hungersnot, Massaker an italienischen Soldaten. Der Leser wird es selbst erkennen, wo die Unterschiede liegen. Heute ist es so, dass wir fast keine Unterschiede mehr wahrnehmen zwischen Gewalt und Gewalt. Und damit komme ich ja schon zum zweiten Begriff. Das fördert nämlich das Urteilsvermögen, also die Unterscheidung. Es geht um das Vermögen der Unterscheidung. Nicht nur der Unterscheidung moralisch oder ethisch zwischen Gut und Böse, ja,
sondern vielleicht die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Stufen des weniger Guten. Ja. Um damit die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu entwickeln, überhaupt in Konfliktsituationen handeln zu können. Das ist eigentlich die Absicht. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sehr, sehr wertvoll. Absolut. Ein anderer Krieg heißt das Werk von Dan Diener, das natürlich allen zu empfehlen ist. Aktuell Buchhandel erwerblich. Überall, wo man Bücher kaufen kann, kann man Dan Dieners Buch erwerben. Sie können es selbstverständlich auch im WBG-Shop kaufen. Wenn Sie noch kein WBG-Mitglied sind, aber eines werden möchten, können Sie sich das Buch auch als Geschenk nach Hause kommen lassen. Dan Diener, zuletzt noch an Sie die wichtige Frage, hätten Sie denn noch eine ganz persönliche Sachbuchempfehlung für alle Freundinnen und Freunde des Wissens und der Bildung? Ja, es ist eigentlich ein altes Buch, das vor Jahrzehnten erschienen ist, aber ich bin ganz sicher, dass es noch zu haben ist, und zwar überall, das auch so etwas wie eine integrierte Geschichte vorlegt. Und zwar das Buch von Schievelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise. Das ist eigentlich die Geschichte der Moderne, die alle Bereiche in sich aufnimmt, ob es Geografie ist, Technologie, Philosophie, Gefühle. Alles wird sozusagen dem Bild der Eisenbahn und der Erfahrung der Eisenbahnreise zugewiesen. Und es ist ein wunderbares Buch. Und jeden Einführungskurs, den ich gegeben habe, habe ich den Studenten, Studentinnen gesagt, lest das Buch über die Geschichte der Eisenbahnreise. Das gibt Ihnen einen Einblick in das, was Geschichte sein kann und sein soll. Sehr schön, werde ich jetzt sofort auch lesen. Wenn Sie Fragen haben, Kritik, Anregungen, Anmerkungen, Sie alle hier, die uns hier zugeschaut haben, zugehört haben, dann freue ich mich, freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben auf der Community-Plattform oder in den sozialen Medien. Was sagen Sie dazu?